Und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Comedy-Abenteuer hier in Trainsim World. Ich muss mal wieder den nächsten Cash Grab anschauen von Daftel Games und vor allem Skyhook Games da gemacht haben, kurz bevor Trainsim World 5 hier rauskommt. Interessant, ich habe gerade im Moment hier einen kleinen Bug entdeckt. Es ist mal wieder eine neue Lok rausgekommen oder auch nicht. Und zwar ist die Class 158 Sprinter. Einer von den beiden ist neu. für 18,99 könnt ihr das gleiche Fahrzeug nochmal kaufen. Nur mit ganz kleinen Änderungen, aber für 18,99. And all you can talk about is money. Okay. Einer davon ist von der Midnight Mainline und einer ist eben der neue. Der neue ist übrigens der linke und der rechte. Ist von der Midland Mainline. Hauptmerkmale: neues Livery, hier ScotRail Express. Und ansonsten hier Midland Mainline Lackierung. Es gibt von außen minimale Veränderungen, wie zum Beispiel hier die Front ist ganz leicht anders. Und wir haben hier diesen Schneepflug. Den haben wir hier nicht, beziehungsweise halt nur dieses Blech da. Das ist anders. Ansonsten sind sie von außen absolut gleich. Auch die Türen sind gleich, die Drehgestelle sind gleich. Gut, halt hier mit ein bisschen mehr Verzierung, aber ansonsten absolut identisch, wie ihr hier seht. Hier ist es mal kurz unterschiedlich, weil wir natürlich nicht ganz die gleiche Seite jetzt hier sehen. Aber es ist einfach der gleiche Triebwagen. Okay, hier komme ich jetzt wegen... Ah doch, komm vorbei. Sehr gut. Wir können uns noch die andere Seite hier angucken. Sie sind einfach identisch. Wir können auch die gleichen Sachen machen, wenn wir hier die Tür aufmachen. Es sind genau die gleichen Sounds. Ich habe auch mal geschaut, ob die Motoren soweit irgendwie unterschiedlich sind. Nee, es ist absolut gleich. Now, Mr. Wilbur, what was the result of your analysis? The chemical composition between the two samples was found to be identical. Identical. Dafür hat sich der Innenraum ganz leicht verändert, denn ScotRail Express hat die Class 158 ein bisschen modernisiert, also vor allem für Rollstuhlfahrer modernisiert, ein bisschen mehr Platz drin. Das heißt, der Fahrgastraum ist leicht anders konfiguriert. Das war's. Das sehen wir zum Beispiel hier. Das ist jetzt der neue Innenraum. Da haben wir diese zwei Sitzplätze. Die haben wir da nicht. Aber ansonsten gleich. Okay. Beleuchtung ist hier noch ein bisschen anders. Aber das war's. Aber man sieht sogar hier den Indent, wo sie dann das dann hier ausgefüllt haben. Okay. Führerstand. Schauen wir uns das an. Jetzt ist es soweit vorne. Alles Standard. Da haben wir die ganzen Sicherungen. Hier kommen wir zum Führerstand selber rein. Das ist jetzt die leicht modernisierte Variante. Das merkt man vor allem durch den Hebel hier. Das ist in der Original der große. Und ansonsten hat es hier leicht andere Panel für das PIS-System. Das ist hier neu mit drin für die Kommunikation. Ansonsten ist dieser Führerstand identisch zu dem da unten. Können wir uns gerade mal anschauen. Gehen hier wieder raus. Gehen wir hier rein. Dann schauen wir uns diese Seite nochmal an. Kein großer Unterschied. Widerstand. Genau gleich. Ist nur halt leicht anders konfiguriert. Und hier zum Beispiel haben wir den großen Nupsi hier drin. Da das kleine Telefon mit dem Verstärker. Ansonsten war es das. Die dürfen auch beide gleich schnell fahren. 90 Meilen pro Stunde. Auch das Panel ist gleich. So viel zu dem. Dann schauen wir uns zuerst mal den Originalfahrgastraum an. Hier ist alles relativ platzsparend gebaut, also maximal hier an Sitze, hier ein bisschen Gepäckablage, ab und zu mal hier diese Vierer-Dinger drin, hier jetzt ein bisschen Platz, kommen wir hier mit dem Kinderwagen oder so rein, dann haben wir hier diesen Toilettenbereich, doppelt, hier noch ein bisschen Platz auf die Fahrräder und dann geht es hier hinten wieder weiter, Backup-Lage, recht klein, hier das gleiche. Und dann wären wir hier wieder beim Führerstand. Okay, schauen wir uns die modernisierte Variante an. Hier die zwei Sitze, wenn es mal zu voll ist. Und der erste Unterschied ist, wir haben eine wesentlich größere Gepäckablage.
Ansonsten haben wir auch hier diese Vierer-Konfigurationen. Also da war es jetzt 2 und 4. Nochmal Gepäckablage. Und hier wesentlich mehr Spielraum. Auch dann hier für behinderte Personen. Das ist umgebaut worden. Toilettenkonfiguration ist hier leicht anders. Da hier nochmal. Und auch hier wieder große Gepäckablage. Und dann wesentlich mehr Viererabteile. Hier nochmal große in der Mitte. Und hier zum Schluss. Und die Anzeigen hier oben sind leicht anders. Schauen wir uns die nochmal hier an. Ja. Das ist soweit der Unterschied. Und für den zahlt ihr 18,99. Also ich weiß nicht. Sie wollen halt jetzt nochmal vor Train Sim World 5. Auf das Video freue ich mich dann auch schon. Da glaube ich ein bisschen Geld machen und hauen halt einfach so eine kleine veränderte Version raus für 18,99 raus. Sie schreiben das hier auch noch in die Beschreibung rein. Da steht, in Train Sim World 4 ergänzt die Class 158 mit ihren Änderungen, die sie von ihrem Gegenstück aus der East Midlands unterscheiden. Die ScotRail-Flotte mit Fahrplänen und Szenarien auf der Strecke Edinburgh-Glasgow sowie mit zusätzlichen Szenarien auf der Five Circle Line. Bedienen Sie zusätzliche Züge von Glasgow Queen Street aus und arbeiten Sie gemeinsam mit der Class 170 rund um den Firth of Forth. So, den Hauptmerkmalen schreiben Sie ScotRail-spezifische Besonderheiten wie unterschiedliche Zugspitzensignale. Geil. Integrierter Schneeflug. Wahnsinn. Benedash Innenraum. Ja, gar gesehen. Überarbeitetes Layout des Führerstands. Und ansonsten kommt das Standard-Blabla mit extrem detailgetreuer Führerstand, lebensechte Leistung und Handhabung und so weiter. Und dann jeweils 3 Szenarien für ScotRail Express, Edinburgh Glasgow und 5 Circle Line. Und ein brandneuer Express-Sprinter-Fahrplan für ScotRail Express. Das kommt alles mit dazu. Rechtfertigt aber aus meiner Sicht hier nicht die 18,99. Damals gerade in Action. Das müsste 10 Euro oder 5 Euro sein. Also, ich hätte ja gesagt, 5 Euro, dann kommt hier die Variante raus und dann ein paar Fahrpläne dazu. Aber 18,99 für das gleiche Fahrzeug, nur ganz leicht modernisiert. Nee, sehe ich persönlich nicht. Es ist ja sonst alles eben gleich. Die Sounds sind gleich, fährt sich gleich, alles gleich. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Sprintertour mit der neuen Variante. Und schauen wir mal, ob es nicht vielleicht doch Unterschiede gibt. Aber ich denke nicht. Und ja, mal schauen, wie das wird. Aber echt geil, dass ich einfach schon wieder einen Bug hier gefunden habe. Ah, Stichwort Bug. Ich habe tatsächlich noch einen mit den beiden hier gefunden. Man kann den Motor nicht von beiden abstellen, wenn die nebeneinander stehen. Nämlich ist es dann so, wenn man von einer Einheit den Motor abstellt, dann geht der andere wieder an. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir gehen hier rein. Ein in den Führerstand. So, Hauptschlüssel ist an. Gehen auf neutral. Oder stopp. Es ist auch ruhig geworden. Okay. Jetzt gehe ich mal in den Kollegen. Hier rein. Dann machen wir das gleiche. Hauptschlüssel ist drin. Richtungsleiter neutral. Motorstopp. Jetzt ist der andere wieder an. Das kann ich euch beweisen, indem ich den jetzt hier lösche. Ah, und das ist auch wieder mit angegangen. Okay. Aber Motor aus geht definitiv. Ja, gehen wir mal hier wieder rein. Motorstopp. Ja, mag er mich jetzt gar nicht mehr. Doch, jetzt hat er es gemacht. Den, was wir jetzt hier noch hören, der Kollege, der hier draußen steht. Aber Motorstopp geht. Aber wenn die nebeneinander stehen, dann tun sie da, was ich hinbacken. Finde ich noch geil. Ich meine, das ist jetzt kein schlimmer Bug, aber trotzdem. Es ist mir aufgefallen, nachdem ich die beiden eigentlich beide gleich kalt starten wollte und euch zeigen soll, ja, der Sound ist absolut ident. Okay,
Los auf den Fahrplan und dann fahren wir mal eine kleine Runde mit dem Sprinter. So, da habe ich das Szenario 52 Stirling Glasgow Queen Street mal gestartet. Wir starten hier am Bahnhof. Willkommen im Bahnhof Croyce. Übernehmen den Zugdienst 52 für die verbleibende Strecke nach Glasgow. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Alles klar. Warte mal, bis er kommt. Schauen, ob ich hier vielleicht auch wieder ein paar Spezialitäten entdecke. Da hinten kommt er schon. Wollen sehen. Ganz so eine Beschriftung. Ja doch. Okay, aber nichts Spezielles hier drin. Angeschrieben sind wir auch. Glasgow Queen Street on time. Lancy Bishopbriggs and Glasgow Queen Street. Man müsste eigentlich hier halten. Mein Kollege. Ja, Anzeige läuft auch. Oh, Kollegin. So, machen Sie mal die Tür auf, bitte. Oh, der Blick von ihr. Und weg. So, einmal rein hier. Südele. Willkommen an Bord. Stecken Sie den Schlüssel ein. Bereiten Sie wieder Abfahrt vor. Und so weiter. Hauptschlüssel ein. Wir fahren nach vorne. Oha. Das sind sogar die Spaßsysteme per Standard mit an. Okay, DRA machen wir aus. Hier ist die Isolation, ABS-Isolation. Sehr gut. Wie sieht es denn aus mit GSMA? Ich habe in den Kommentaren gelesen, das sollte zwar eigentlich funktionieren, geht aber nicht. Ja, Display funktioniert wirklich nicht. Für 18,99. Cool. Das läuft. So, was haben wir hier hinten? Fahrgastraumbeleuchtung. Ein, drücken wir mal kurz hier rein. Alles normal. Ja, wir werden bereit. 43 geht's los. Ja, ja, ich komme ja gleich wieder. Kein Mensch hier drin. So, bin ja schon wieder da. Alles gut. Da können wir auch nichts bedienen. Schon einen Heizlüfter brauchen wir nicht. Ich hätte lieber eine Kühlung. Fünf Sekunden. Warte mal, ist DPWS an? Nochmal zur Sicherheit auf normal. Können wir regeln. Einmal zu, bitte. Sehr gut. Perfekt. Wir können losfahren. Nächster Halt, der Lancy um 7.49 Uhr. Das ist rein so von der Kameraeinstellung. Wäre ich irgendwie gern weiter vorne. Das wäre wieder zu viel, aber irgendwas dazwischen. Aber für das gibt es auch Community-Mods, die genau das anpassen. Auf Train 7 Community. Beste Seite ever. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr da mal vorbeischaut. Da kommen gefühlt wöchentlich irgendwelche kleinen Modifikationen und Verbesserungen raus, die einfach das Fahrerlebnis so viel mehr verbessern. Ja, das ist einfach exakt das gleiche wie auf der Midland Mainline. Das sind interessante Laufräder. Okay. So, dann hier. Notice to Django. Should the vestibule be parting door be isolated, please ensure that the door are deisolated before
on lightning at the end of 30 years. Okay. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber die alte Variante in Anführungszeichen sollte auch problemlos kuppelbar sein mit der, dass man dann hier im Verband fährt. Was in unterschiedlichen Varianten. Ich glaube auch nicht, dass sich da irgendwie beschleunigungstechnisch oder sowas verändert hat, weil eben es ist das gleiche Fahrzeug, nur halt oberflächlich verändert. Jojo, ich drück dir schon, alles gut. Und soll ich mich kennen, werde ich dann gerade wieder verbremsen. Ich weiß nicht. Mich würden ja echt immer so ein bisschen die Verkäufe interessieren von diesen DLCs. Wie viele Leute das dann wirklich kaufen, wenn sie es eigentlich schon haben. Ich meine, die Bewertungen auf Steam sind eh schon nicht gut, aus Gründen, die ich gerade vorher schon erwähnt habe. Oder Monat oder zwei, Trains in World 5. Ich weiß nicht, wie das wieder werden wird. Wenn sie wieder irgendein Feature rausholen, muss ich sagen, das rechtfertigt, dass man wieder eine neue Version hat und dass man wieder Vollpreis kaufen muss. Für das genau gleiche Spiel, wie halt immer schon. Ist auch da geil für die ganzen anderen Entwickler, wenn sich dann wieder was verändert hat, dann dürfen sie ihre Add-ons wieder aktualisieren, wenn sie es denn wollen. Also es gibt ja immer noch Add-ons, die ja noch nicht auf dem technischen Stand für ein TSW 4 sind. Ich verstehe das nicht. Service 2 mal hier rein. Ich glaube, da konnte ich wesentlich später rein. Ich bin hier 158 schon länger nicht mehr gefahren. Moinsen. Der moderne Nachfolger. 158 verschwindet ja auch immer mehr von der Strecke. Wegen der Elektrifizierung. Was ja grundsätzlich was Gutes ist. Ja, das glaube ich wird verbremsen. So, bitte einmal anhalten. Oder wird es gerade eine Punktlandung? Ja, aber nicht schön gebremst. So, meine Damen und Herren, bitte einsteigen. Tür geht ein bisschen spät auf. Oh, immer schön rein hier. Wo ist eigentlich bei der Start Panel? Ah, da. Hier haben wir das drin. Das wäre tatsächlich ein Feature, wo ich mich bei Trains in World 5 freuen würde, wenn sie es denn so umsetzen. Da wirklich dieser Guard-Mode, dass du in einen x-beliebigen Zug reingehen kannst. Und dann spielst du mal einen auf Zugbegleiter.
Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann wieder nur so eins, zwei Szenarien sind, die einfach keinen Wiederspielwert haben. Aber wenn es so dynamisch wäre, Das gleiche halt auch für Simray. Also wäre ja schon mehrmals erwähnt. Passenger Mode. Es kann nicht so aufwendig sein zum Umsetzen. Ja, gerade bei Simray, da müsstest du ja eigentlich nur die Türen interaktiv machen für anderen Spieler. Und dann lass sie einfach mal mitfahren. Und dann halt vielleicht auf die Beeps, wenn sie halt dann reingehen. Dass du irgendwie eine Interaktion hast, der okay, geht kontrollieren. Dann kriegst du mehr Erfahrungspunkte, wenn du es richtig machst. Boah, stellt euch mal vor, wenn ich jetzt gerade mal so weiterdenke für Simray, wenn du dann das PA-System benutzen kannst und der Lokführer das dann auch mithören würde. Dass du entweder selber was ansagst oder du nutzt irgendwie was vorgefertigst. Das wäre schon cool. Next Halt, Bishop Briggs um 7.54 Uhr. Maximal Einheitenanzahl sind 6 auf einmal, aber sicher bin ich mir nicht. Mit 6 kannst du es zumindest maximal hier spawnen. Vom Auswahlmenü. Jetzt kommen 6 mal. Ich es diesmal besser hinbekomme. So, lass mal rollen hier. Wir sind gut in der Zeit. Ja, aber heute auch wieder dezent zu früh. Das Doofe bei der 158 ist, dass die unten runter dann irgendwie langsamer bremst. Zumindest fühlt sich so an. Södele, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schönen guten Tag zusammen. Mensch, hinter der Linie, wie oft denn noch? Ja. Wir schauen, alle guten Dinge sind drei. Beim nächsten Mal ein bisschen schneller rein. So, Türen auf. Beziehungsweise, ich muss es mal kurz probieren. Lass uns da mal... Okay, ich war gerade irritiert, dass es hier so dunkel war. Panel einmal da. Linke Tür freigeben. Türsteuerung ein. Das funktioniert. Türen schließen. Ja, perfekt, du. Türen verriegeln. Moment. Warum
Wieso höre ich das von hier draußen? So, jedenfalls, Signalsummertür schließen. Funktioniert. Passt. Ja, yeah, das glaube ich soll eigentlich nicht sein. Also, Abfahrt. Next halt, Glasgow. Fünf Minuten. Und es wird ja auch noch gemunkelt bei Transient World 5, dass er die West Coast Mainline kommen soll. Also vermutlich halt nur ein kleines Stück davon. Das würde mich ja ziemlich überraschen, wenn sie dann mit Transient World 5 mal wirklich eine lange Strecke machen würden. Aber ja, nee. Das ist wie mit Lego, da ist die Erwartungshaltung mittlerweile ganz weit unten. Da freuen wir schon auf kleine Sachen. Vielleicht wieder der Guard-Mode dann halt was. Dass sie den wirklich dynamisch machen. Das wäre schon mal ein kleiner Erfolg. Aber unwahrscheinlich ist es nicht mit der West Coast Mainline. Ich meine, da ist ein Leak rausgekommen. Auf der Survey-Umfrage war die West Coast Mainline ganz weit oben. Es wäre irgendwie dumm, wenn sie es nicht tun würden. So, unser Betriebswerk. Aber meine ganz klare Empfehlung ist, holt euch diesen DLC nicht. Und wenn ihr unbedingt die Class 158 haben wollt, dann holt euch die Midland Mainline. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann habt ihr eine ganze Strecke mit dazu. Und halt die 158 und dann hätte er nämlich im Free Mode auf den anderen Strecken rum. Aber 18,99 jetzt nur für das Livery und für die leichte Modernisierung auszugeben mit einem angepassten Fahrplan. Ja, sehe ich irgendwie nicht in der Rechtfertigung von der Preise. Vielleicht im Sale, wo es dann nicht wirklich nur 5 Euro oder so kostet, ja, dann kann man es mal schnell machen, aber ja, ist trotzdem dumm. Ja, kurz vor Einfahrt noch 30. Oh, da gerade ein bisschen mehr bremsen hier. Da wären wir hier unten. Oh, 20. Immer vielleicht ganz klein zu schnell. Plattform 6. Mal gerade mal ein bisschen durchschalten, wie es aussieht vom Licht her. Hier sind zu schnell, komm, bremsen wir rein. 2,2% hier nach unten.
Das sieht irgendwie komisch aus. So, meine Damen und Herren, Endstation Glasgow. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann hätten wir es geschafft. Einmal rechts entriegeln. Wir steigen auch mit aus. Ach, das ist ein Alarm. Ja, jetzt kann ich nicht bestätigen. So, bitte einmal auf aus. Und soll es nicht nochmal kommen? Okay, das war das Abenteuer mit der, in Anführungszeichen, 958. Eure Meinung gerne in die Kommentare rein und dann könnte schon sein, dass das nächste Video von mir um Train Sim World 5 gehen wird. Das wird ein echtes Fest. Ah, ich freue mich irgendwie drauf. Bis dahin, eine gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.